das heute ein schöner Wintertag. Tut das weh? Da bin ich doch glatt am Eis ausgerutscht. Da hat wohl jemand vergessen zu salzen. Aber, was macht denn das Salz eigentlich mit dem Eis? Um herauszufinden, was mit Eis passiert, wenn man Salz darauf gibt, können wir ein ganz einfaches Experiment machen. Und zwar brauchen wir dazu 2 Teller. Am besten, sie haben einen gebogenen Rand, damit wir keine Überschwemmung bekommen, wenn das Eis schmilzt. Dann Eiswürfel, die ich hier schon vorbereitet habe. Und ganz viel Salz. Nun geben wir einfach jeweils einen Eiswürfel auf einen Teller. Die Eiswürfel sollten ungefähr gleich groß sein, damit man den Unterschied gut sieht. Hier sehen wir, die Eiswürfel sind circa gleich groß. Die geben wir noch auf die Teller hinauf. So. Und jetzt müssen wir auf einen der Eiswürfel Salz hinaufgeben. Ich trockne noch schnell die Hände ab. So. Mit dem Salz dürft ihr ruhig großzügig sein. Ich nehme nun diesen Eiswürfel. Und ganz viel Salz hinaufgeben, damit man den Unterschied nachher gut sehen kann. Der ganze Eiswürfel sollte bedeckt sein. Es darf auch ruhig Salz an den Seiten sein. Also hier auch noch auf der Seite Salz hingeben. Es darf ganz viel Salz oben sein. Nicht sparen. Es sind nun circa 15 Minuten vergangen und wir können ganz genau sehen, der mit Salz bestreute Eiswürfel ist viel mehr geschmolzen als der andere. Er wurde regelrecht zerfressen. Doch wieso ist das so? Jeder Eiswürfel steht in einem Verhältnis mit einer Wasserschicht, die rund um den Eiswürfel ist. Geben wir nun Salz dazu, versucht sich das Salz mit Hilfe dieser Wasserschicht aufzulösen. Und der Eiswürfel und die Wasserschicht stehen dann in keinem Verhältnis mehr. Der Eiswürfel versucht das natürlich auszugleichen und deshalb muss er schmelzen. Er zerfrisst sich selber, um wieder eine Wasserschicht bilden zu können.